Mitten im langen Winter des Waffenstillstands, der Revolution und kurz nach der Eröffnung der Pariser Friedenskonferenz hielt Max Weber am 28. Januar 1919 seinen berühmten Vortrag Politik als Beruf. Was sich auf den ersten Blick auf die in Paris versammelten Siegermächte bezog, das konnten Zuhörer und Leser in Deutschland ebenso auf die innere Situation der deutschen Nachkriegsgesellschaft beziehen. In seinem Vortrag mahnte Max Weber endlich damit aufzuhören, Zitat, nach einem Krieg nach dem Schuldigen zu suchen. Und daher plädierte er dafür, die moralische und emotionale Aufladung der Schuldfrage durch eine Orientierung an, Zitat, Sachproblemen zu ersetzen. Als Weber im Januar 1919 seine Forderungen formulierte, da bezog sich seine Forderung nach der Überwindung der Schuldzuweisung auf zwei Kontexte, auf die Pariser Friedenskonferenz und auf die Kontexte der neuen Deutschen Republik. Weber war bewusst, wie sich die Schuld am Ausbruch des Krieges oder die Diskussion um die Niederlage im Herbst 1918 je nach ideologischer Position ganz unterschiedlich instrumentalisieren ließ. Und genau das machte für ihn die besondere Überzeugungskraft dieser Narrative aus, in denen sich nationale Selbstbilder und historische Rechtfertigungsmuster niederschlugen. Und genau deshalb war die Auseinandersetzung um Schuld und Verrat sehr viel mehr als nur ein Thema der in Paris verhandelten Außenpolitik oder der Krisenmonate der besiegten deutschen Gesellschaft. Diese Auseinandersetzung nahm zumal in Deutschland nach der Trias von Niederlage, Waffenstillstand und Systemwechsel 1918 die Form eines hochemotionalisierten, eines neuen Kulturkampfes an, in dem sich die durch einen spezifischen Kriegsnationalismus seit 1914 provozierten Polarisierungen auch nach 1918 fortsetzen sollten. Polarisierungen zwischen Siegern und Verlierern, zwischen dem Außen und dem Innen, zwischen Angehörigen der patriotisierten Kriegsnation und den angeblichen Verrätern, egal ob man sie als Defätisten, Spekulanten, Drückeberger oder Internationalisten etikettierte. Dieser politische Kulturkampf entfaltete sich auf denkbar unterschiedlichen Ebenen, als Kompensation der Niederlage und ideologische Polarisierung im Zuge der sogenannten Dolchstoßlegende, wir haben es eben gehört, als versuchte Verrechtlichung der Politik durch die Strafbestimmungen des Versailler Vertrags und das wird das Leitmotiv meines Vortrags sein, als langfristige Moralisierung und Emotionalisierung von Politik, die weit über 1919 hinaus für Deutschland bestimmend werden sollte. Matthias Erzberger, so meine These, stand mit seiner politischen Biografie spätestens seit 1917 im Zentrum dieses von Max Weber diagnostizierten Umgangs mit den angeblich Schuldigen an Deutschlands Schicksal im Weltkrieg. Aber Webers Schrift ließ sich auch in einer anderen Hinsicht auf Leitmotive der Biografie Erzbergers beziehen. Denn Webers Typologie des, Zitat, politischen Führertums ließ sich in ganz besonderer Weise auf ihn anwenden, etwa im Sinne von Webers Unterscheidung zwischen dem Gelegenheits- und dem Berufspolitiker, zwischen dem Leben für die Politik oder dem Leben von der Politik. Und wenn Weber im Frühjahr 1919 drei Qualitäten des politisch Handelnden forderte, die Leidenschaft, das Verantwortungsgefühl und das Augenmaß, dann war auch das unmittelbar auf das neue Personal der jungen Republik anwendbar. Im Blick auf die konkrete Situation des deutschen Nachkriegs war es kein Zufall, dass Weber Anfang 1919 seine berühmt gewordene Unterscheidung zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik entwickelte und sich im Blick auf Eisner gegen das pazifistische und revolutionäre gesinnungsethische Modell, aber eben auch gegen die gesinnungslose Realpolitik als reine Machtpolitik wandte. Das Ziel, das Weber verfolgte mit seiner Schrift, mit seinem Vortrag, bestand darin, ethische Grundsätze mit Augenmaß bei der Ausübung von politischer Macht
zu verankern. Zitat: Insofern sind Gesinnungsethik und Verantwortungsethik nicht absolute Gegensätze, sondern Ergänzungen, die zusammen erst den echten Menschen ausmachen, den, der die, den Beruf zur Politik haben kann. Meine Damen und Herren, ich möchte in meinem Vortrag fragen, wie die zentralen Krisenerfahrungen von Matthias Erzberger zu diesem Politikverständnis, das ich hier in Anlehnung an Max Weber nur skizziert habe, wie sich die Krisenerfahrungen Erzbergers zu diesem Politikverständnis am Ende des Ersten Weltkriegs verhielten. Ich möchte so vorgehen, dass ich das anhand von Krisenmomenten analysieren möchte, Krisenmomente zwischen 1917 und 1920. Geboren 1875 in Buttenhausen auf der Schwäbischen Alb, stammte Matthias Erzberger aus dem kleinbürgerlichen, tief im süddeutschen Katholizismus verankerten Milieu, das durch ein multikonfessionelles Umfeld, ja, eine katholische Diaspora in einem protestantischen Umfeld noch verstärkt wurde. Erzbergers Karriere vom Volksschullehrer zum Führer des katholischen Zentrums spiegelte, so könnte man sagen, die Chancen der wilhelminischen Politik und der wilhelminischen Gesellschaft wider. Dabei zeichnete ihn früh ein ausgesprochen pragmatisches Politikverständnis aus. 1903, als Reichstagsabgeordneter nach Berlin gekommen, setzte er sich vor 1914 für weitreichende Reformen des wilhelminischen Staates ein und grenzte sich zugleich scharf gegenüber den Sozialdemokraten ab. Erzberger, so könnte man argumentieren, war, so wie Friedrich Ebert für die Sozialdemokratie, der Typus des professionellen Parteimanagers mit dem Zentrum als einer politischen Heimat und einem weltanschaulichen Milieu. Erzberger erkannte früher und konsequenter als andere das Parlament als modernen Aktionsraum und die modernen Medien als Instrument der Politik. Aber er schärfte schon vor 1914 auch den Blick auf die Widersprüche des Kaiserreichs, etwa im Blick auf die Kolonialpolitik, die steckengebliebene Parlamentarisierung, die Frage der Integration der Arbeiter und der anderen Marginalisierten, zumal der Katholiken, in diesen Nationalstaat von 1871. Und Erzberger brachte in die Erfahrung des Ersten Weltkriegs sein Gefühl für die Grenzen der politischen und der sozialen Partizipation mit ein. Deshalb sein Fokus auf den Reichstag und die christlichen Gewerkschaften. Er entwickelte ein Gefühl für das Wohlfahrtsversprechen des modernen Staates. Und Wohlfahrtsversprechen, das bedeutete dann immer auch Fragen nach der Finanzierung. Man könnte sagen, mit seiner Tätigkeit als Parlamentarier begriff Erzberger früh, dass Steuerfragen Machtfragen waren und zugleich der Steuerstaat immer die Benchmark für die staatliche Effizienz sein musste. Das bringt mich schon zur zweiten Station dieser Krisenerfahrung, nämlich den Weltkrieg als Ermächtigungsmoment. Unmittelbar nach Kriegsausbruch suchte Matthias Erzberger bewusst die Nähe zur Regierung von Reichskanzler Bethmann-Hollweg, um damit nicht zuletzt die patriotische Loyalität, die Zuverlässigkeit der Katholiken zu beweisen. So organisierte er, wir hatten es mehrfach gehört, während des Krieges die deutsche katholische Auslandspropaganda, übernahm selbst einige diplomatische Missionen, wobei ihm seine guten Beziehungen zum Vatikan entgegenkamen, obwohl seine Bemühungen scheiterten, einen italienischen Kriegseintritt 1915 zu verhindern. Fragt man nach den Leitmotiven von Matthias Erzberger am Beginn des Krieges, dann ist es sicher der Versuch, die Katholiken zu integrieren, ihre Marginalisierung seit dem Kulturkampf zu überwinden. Man könnte sagen, fast wieder parallel zu den Erfahrungen Friedrich Eberts 1914. Das Bekenntnis zu ausgreifenden Annexionen, es war für Matthias Erzberger eine Art von Loyalitätsausweis. Und man könnte argumentieren, dass Erzberger bereit war, für die Integration der Katholiken in diesen Nationalstaat sich dem
reichsdeutschen Kriegsnationalismus zu unterstellen, wenn nicht gar auszuliefern, so wie das auch andere Intellektuelle im Kulturkrieg der europäischen Künstler, Literaten, Schriftsteller getan haben. Man denke nur an Ernst Troeltsch und seinen Einsatz für die deutschen Ideen von 1914. Auf der dritten Station, nämlich im Krisenjahr 1917, wurde dann aber deutlich, wie stark sich Erzberger von diesen Anfängen im Krieg distanzierte. 1917 war das Jahr der Krise des Burgfriedens nach den Materialschlachten und angesichts einer unabsehbar langen Dauer des Krieges. Und jetzt begann Erzberger nach anderen politischen Handlungsspielräumen zu suchen und die faktische Selbstentmachtung des Reichstags zu Kriegsbeginn zu entwickeln. Erzberger entwickelte in diesem Zusammenhang ein ganz besonderes und sehr frühes Gespür für die Verflechtung von Politikfeldern. Und deshalb möchte ich mich mit diesem Jahr 1917 nochmal ein bisschen genauer beschäftigen. Denn Erzberger war vielleicht die Person, die am allerdeutlichsten erkannte, dass Friedenssuche, innere Reform, Friedensresolution, Parlamentarisierung und die Verhandlungen um den Friedensvertrag von Brest-Litowsk als ein Frieden nach progressiven Prinzipien zusammenhängen. Und wenn Erzberger später zwischen der Finanzpolitik, der Sozialpolitik, der Selbstbehauptung der Demokratischen Republik die Verbindungen gesehen hat, dann hat er 1917 den Zusammenhang zwischen Friedenssuche und innerer Reform, Parlamentarisierung erkannt. Dieses Gespür für die Verflechtung von Politikfeldern, das erscheint mir von ganz besonderer Bedeutung. Und das erklärt, warum Erzberger den Hauptausschuss des Reichstages als neuen Raum der Politik begreift, warum er sich für die Parlamentarisierung der Außenpolitik gegenüber der alten Idee von Außenpolitik als monarchisch-militärisches Arkanum so stark eingesetzt hat. Zunächst Anhänger der annexionistischen Kriegsziele markierte das Jahr 1917 für ihn also eine tiefe Zäsur. In der Wendung gegen den unbeschränkten U-Boot-Krieg, in seiner Kritik an der Marineführung und ihrer Informationspolitik und in seinem Einsatz für einen Verständigungsfrieden. Der Juli 1917 brachte ihn in die Position eines Architekten hinter der Friedensresolution des Reichstags. Das ganze Ausmaß dieser innenpolitischen Konflikte und der um sich greifenden Vertrauenskrise, es offenbarte sich am Ende der Kanzlerschaft Bethmann-Hollwegs und dem Sturz des Kanzlers im Juli 1917. Und schon hier überlagerten sich innere und äußere Krisensymptome, denn die Erschöpfung der Bündnispartner, vor allem Österreich-Ungarns, war ebenso unübersehbar geworden wie die Probleme der deutschen Heimatfront. Angesichts dieser Entwicklungen forderten Abgeordnete des Zentrums und der SPD im Juni 1917, die Reichsregierung müsse auf expansionistische Kriegsziele verzichten und eine beides zusammen konsequente Reform des preußischen Wahlrechts angehen, die vor allem das gleiche Wahlrecht einschließen sollte. Schon hier das Außen und Innen aufeinander bezogen. Am 6. Juli 1917 wurde aus den Reihen des katholischen Zentrums der SPD und der Links- und Nationalliberalen der interfraktionelle Ausschuss gebildet, während sich bereits im Frühjahr 1917 die Spaltung innerhalb der Linken durch die formale Loslösung der USPD verfestigt hatte. Diese von Erzberger wesentlich mitgetragene Etablierung des interfraktionellen Ausschusses mitten im Krieg und vor dem Hintergrund einer sich zuspitzenden Vertrauenskrise zwischen Reichstagsmehrheit und Monarchie markierte eine entscheidende Wegscheide in der Geschichte des deutschen Parlamentarismus. Denn hier deutete sich der Übergang von der konstitutionellen zur parlamentarischen Monarchie an. Die bis 1914 nicht erreichte Parlamentarisierung der Monarchie, sie wurde jetzt durch die immer drängendere Kriegslage forciert. Sie setzte, um das Argument von Heinrich August Winkler nochmal zu betonen, nicht erst mit den Oktoberreformen von 1918 ein, die den Reichskanzler auch formell vom Vertrauen des Reichstags abhängig machte. Das Koalitionsgremium des interfraktionellen Ausschusses wurde
zur parlamentarischen Voraussetzung dieser Verfassungsumgestaltung. Über die Kanzlerkrise 1917 und die Versuche der parlamentarischen Regierungsweise verwies dieses Gremium auch auf die Weimarer Reichsverfassung, die ohne diese Vorbereitung nicht denkbar gewesen wäre. Das Problem, um es nochmal deutlich zu sagen, war also nicht der Impuls aus der Mitte des Parlaments, sondern die Belastung dieser Parlamentarisierung der Monarchie durch die Hypothek des Krieges. Die Frage der inneren Reform der Monarchie verknüpfte sich seit Ende 1917 in den Verhandlungen mit den russischen Bolschewiki in Brest-Litowsk mit der Suche nach einem Frieden nach progressiven Prinzipien. Und auch hier spielte Matthias Erzberger eine entscheidende Rolle. Es ging, wenn man so will, um die Doppelbedeutung von Self-Determination als demokratische Selbstregierung und nationale Selbstbestimmung. Auch diese doppelte Bedeutung hatte Erzberger vor Augen. Insbesondere, wenn er im Reichstag eine unabhängige Ukraine und ein unabhängiges Litauen forderte. Die deutsche Interpretation des Selbstbestimmungsprinzips, sie rekurrierte auf eine neue deutsche Machtposition in Osteuropa, deren konkrete Ausdehnung zunächst unklar blieb. Aber dieses Selbstbestimmungsrecht war doch ein Instrument in den Augen selbstbewusster Parlamentarier für einen Frieden auf der Basis progressiver Prinzipien. Als der Friedensvertrag von Brest-Litowsk schließlich im März 1918 ratifiziert wurde, da war es ein Siegfrieden und hatte mit dem von Erzberger und anderen Parlamentariern avisierten Frieden nichts zu tun. Und genau darin sah Erzberger seine Skepsis gegenüber dem am Ende der deutsch-russischen, der deutsch-bolschewikischen Friedensverhandlungen dominierenden Militär bestätigt. Viele Reichstagsabgeordnete verbanden mit der Erinnerung an das Selbstbestimmungsrecht als Friedensgrundlage jene progressiven Prinzipien, die seit Sommer 1917 eben auch für eine Reform des politischen Systems des Kaiserreichs diskutiert worden waren. Obwohl die Mehrheit der Abgeordneten, die im Sommer 1917 noch für einen Verständigungsfrieden eingetreten waren, dem Brest-Litowsker Siegfriedensvertrag zustimmten, erinnerten andere an die ursprüngliche Idee eines progressiven Friedensschlusses, der in ihren Augen von einem Diktat der Militärs um Hindenburg und Ludendorff ersetzt worden war. Niemand hat das so stark, so klar und so selbstbewusst formuliert wie Matthias Erzberger, der sich nicht nur für die Selbstbestimmung der Polen, Litauer und Letten einsetzte, sondern auch betonte, dass werde diese Selbstbestimmung nicht glaubhaft umgesetzt, der Zitat Ostfriede nicht das Papier wert sein wird, auf dem er geschrieben worden ist. Am Ende, wir wissen es, setzte sich die Militärführung, die oberste Heeresleitung mit ihrer Position durch, wie auch die Rechte im Parlament sekundierte, dass man es nicht nötig habe, sich angesichts der militärischen Erfolge auf irgendwelche Konzessionen einzulassen. Als solche Konzessionen galten nun bereits die 14 Punkte Wilsons. Und vergessen wir nicht, dass auch Gustav Stresemann für die Fraktion der Nationalliberalen betonte, dass das Selbstbestimmungsprinzip nach dem vollständigen Sieg der deutschen Militärs im Osten überhaupt nicht mehr gelte und Wilsons Idee eines Völkerbundes nach einem deutschen Sieg wie eine Seifenblase platzen werde. Was Erzberger in der innenpolitischen Übergangsphase seit Sommer 1917 zunächst in eine Minderheitenposition, in eine Oppositionsrolle gezwungen hatte, das prädestinierte ihn ab Oktober 1918 für neue Funktionen. Und damit bin ich bei meiner vierten Station, Kriegsende und Waffenstillstand 1918. Diese Situation vom Oktober 1918 bringt für Erzberger eigentlich zwei Dinge zusammen, nämlich den unbedingten Gestaltungswillen und die Möglichkeit zu gestalten, also Gestaltungswillen und Gestaltungsmacht. Er wird, wie wir gehört haben, Staatssekretär im Kabinett von Max von Baden, Mitglied der Waffenstillstandskommission und schließlich Minister ohne Geschäftsbereich. Er wird in der
Frage der Kontroverse, der Annahme oder Ablehnung des Friedensvertrags dann schließlich zum entscheidenden Gegenspieler des neuen deutschen Chefdiplomaten Graf Ulrich Brockdorff-Rantzau. Auf die Frage werde ich noch extra eingehen. Entscheidend ist, dass Erzberger das Kriegsende nicht als Trauma erfuhr, sondern als Handlungschance, als innen- wie außenpolitische Handlungschance. In Vorbereitung auf die Friedenskonferenz hatte man auf deutscher Seite große Hoffnungen mit der neuen Institution eines Völkerbundes verknüpft, also ganz anders als Stresemann 1917, 18. Und niemand anderes als Erzberger war es, der als Gründungsvorsitzender der Deutschen Liga für den Völkerbund intensiv für diese neue Institution warb. Insbesondere mit seiner Schrift Der Völkerbund, der Weg zum Weltfrieden, mit der er im Oktober 1918 für Abrüstungen und zwischenstaatliche Schiedsverfahren warb. Doch die mögliche politische Gestaltungsmacht Erzbergers ließ ihn in der Endphase des Krieges umso mehr zum Feindbild derjenigen werden, die in der Friedensresolution, in der Werbeaktion für den Verständigungsfrieden letztlich den Verrat an den deutschen Kriegsopfern sahen. Als am 10. Oktober 1918 über 1000 Menschen am Hindenburg-Denkmal in Berlin demonstrierten, da erinnerte man demonstrativ an die Stimmung zu Kriegsbeginn, an den Zitat Zauber jener Augusttage von 1914. Genau aus diesem Kontrast zwischen der bedrückenden Gegenwart seit Spätsommer 1918 und der jetzt idealisierten Erfahrung des Kriegsbeginns, aus dieser Kluft, aus dieser Dichotomie entstand das sogenannte Augusterlebnis von 1914. Es leuchtete in der Erinnerung umso heller, je dunkler die eigene Situation im Herbst 1918 erschien. Und aus dieser Logik des Rückblicks bezog die Stilisierung des Kriegsbeginns als Moment einer klassenübergreifenden nationalen Einheitseuphorie ihre eigentliche Suggestionskraft. Und sie produzierte ein Gegenmodell, in dem sich die Redner vehement gegen die neue demokratische Ordnung und die sogenannten Volksfreunde wandten, die man mit dem linksliberalen Friedrich Ludwig Peier, dem einflussreichen SPD-Politiker Philipp Scheidemann und vor allem mit Matthias Erzberger identifizierte. Hier offenbarte sich exemplarisch der betonte negative Zusammenhang zwischen der Suche nach dem Frieden und der Demokratisierung. Die Umstände der Unterzeichnung des Waffenstillstands vom 11. November 1918 vertieften dieses strukturelle Grundproblem im Übergang zwischen Kaiserreich und Demokratischer Republik. Einerseits bedeutete die Führung der Waffenstillstandsdelegation durch Matthias Erzberger so etwas wie den Ausweis für den Systemwechsel, eine politische Beglaubigung eines demokratischen Neuanfangs. Es markierte ein ziviles Selbstbewusstsein gegenüber dem Militär. Aber andererseits war klar, dass die deutsche Delegation, die von Matthias Erzberger angeführt wurde, auf seine treibende Rolle hinter der Friedensresolution des Reichstags vom Sommer 1917 stand und sich damit eine Entwicklung fortsetzte, die sich bereits in den letzten Monaten abgezeichnet hatte. Denn nicht ein Vertreter des Militärs stand an der Spitze der Delegation, sondern ein ziviler Politiker des Reichstags und damit ein Repräsentant jener Institution, die während des Krieges kaum Einfluss auf die konkrete Politik hatte nehmen können. Noch dazu ein Vertreter des politischen Katholizismus, in dem man nach 1871 den Ausdruck einer antinationalen, einer illoyalen Haltung zum Nationalstaat gesehen hatte. Noch etwas anderes war für Erzbergers Erfahrung in Compiègne entscheidend. Es ist der Unterschied zwischen realpolitischer Einschätzung und der Versteifung der Position aus dem Gefühl verletzter Ehre. Ich werde auf diesen Unterschied noch näher eingehen. Erzberger begriff die entscheidende deutsche Fehlannahme in Compiègne, dass mit der Berufung auf die 14 Punkte Woodrow Wilsons und die Grundsätze eines Rechtsfriedens auch klassische Friedensverhandlungen verbunden sein könnten,
in denen man im direkten Austausch zwischen den Delegationen die Härte der zu erwartenden Bedingungen abmildern könne, indem man die Interessengegensätze zwischen den Siegermächten ausnutzte. Dieser Moment der Desillusionierung sollte sich ein zweites Mal wiederholen, als am 7. Mai 1919 der deutschen Delegation der Text des Friedensvertragsentwurfs ausgehändigt wurde und es auch bei dieser zweiten Gelegenheit zu keinen formalen Verhandlungen kommen sollte. Wenn Erzberger auf diese Konstellation mit einer realistischen Einschätzung der politischen Handlungsoptionen Deutschlands reagierte, so machte ihn genau das in den Augen vieler Radikalnationalisten zum Idealtypus des Novemberverräters. Mit anderen Worten, in diesem Moment verbanden sich die Problemkreise der territorialen Integrität und der inneren Stabilität der Republik. Deshalb bedeuteten Finanzreform und das Problem des der Föderalisierung immer auch Antworten auf die Notwendigkeit, dass sich die moderne deutsche Republik, der Volksstaat, selbst behaupten musste. Matthias Erzberger stand seit Herbst 1918 somit im Mittelpunkt von zwei miteinander verbundenen Grundproblemen der jungen Republik, der Frage nach realistischen politischen Handlungsoptionen und dem Verhältnis zwischen demokratischem Staat und Militär, verbunden mit der Gefahr einer letztlich politisch nicht kontrollierten Militärführung. Denn die oberste Heeresleitung bekannte sich zu keinem Zeitpunkt zu ihrer Verantwortung für die Niederlage. Die Tatsache, dass es Vertreter der Reichstagsfraktionen waren, die nach Frankreich reisten und das Waffenstillstandsabkommen schließlich unterzeichneten, diese Tatsache ebnete dem Chef der obersten Heeresleitung, Paul von Hindenburg, vielmehr den Weg, vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der 1919 die Umstände der Niederlage untersuchte, mit der Dolchstoßlegende von der Verantwortung der militärischen Führung abzulenken, den vermeintlichen Verrat der Heimatfront anzuprangern und das innenpolitische Klima in Deutschland langfristig mit fatalen Folgen zu vergiften. Das Bild der Novemberverbrecher sollte in den Augen vieler Zeitgenossen Republik, Niederlage und Friedensdiktat miteinander verbinden. Damit bin ich bei meiner fünften Station, nämlich der Kontroverse um die Annahme und Ablehnung des Versailler Vertrags. Als Reichsminister ohne formale Zuständigkeit und seit der Führung der deutschen Waffenstillstandsdelegation war Erzberger mit den Fragen, wir haben es gehört, des Wiederaufbaus der zerstörten Gebiete in Frankreich und Belgien befasst und auch mit vielen Details der Reparationsfrage vertraut. In diesem für die Friedenskonferenz und für den Versailler Vertrag so zentralen Bereich konnte aber, das erfuhr Erzberger, von einer eindeutigen Zuständigkeit staatlicher Stellen überhaupt keine Rede sein. Mit anderen Worten, Erzberger erfuhr die Dysfunktionalität des politischen Systems unmittelbar. Das hatte erhebliche Auswirkungen auf seinen Blick auf den Zentralstaat, die Reichsfinanzen, die Ausgestaltung der Außenpolitik. Und in dieser Phase wird Erzbergers Kampf um die Leistungsfähigkeit einer modernen Demokratie durch Ordnung und Einheitlichkeit nicht zufällig besonders deutlich. Sowohl Proktor Franzau als Leiter der deutschen Delegation in Paris als auch Erzberger als zunehmend dominierende Figur des Reichskabinetts nahmen für sich in Anspruch, in dieser Existenzfrage Deutschlands unmittelbar Einfluss zu nehmen. Zuständigkeiten, inhaltliche Ausrichtung und die Form der deutschen Reaktion auf die Vorlage der Vertragsbestimmungen Anfang Mai 1919 blieben kontrovers, sie blieben umstritten. Und genau in dieser Kontroversität zerbrach die Hoffnung, dass die deutsche Nachkriegsgesellschaft integriert werden könne durch eine gemeinsame Haltung zum Friedensvertrag. Eine Annahme der Bedingungen würde die neue Ordnung mit dem Odium der Schwäche, der akzeptierten Demütigung belasten, die deutschen Opfer im Krieg verraten, während eine mögliche Ablehnung des Friedensvertrags zu einer unabsehbaren Kette von Gegenreaktionen führen konnte, von der militärischen Besetzung des Landes über die Wiederaufnahme des Krieges bis hin zu einer territorialen Aufspaltung des Deutschen Reichs.
Massive Spannungen entwickelten sich vor diesem Hintergrund zwischen der Friedensdelegation in Paris und dem Reichskabinett. Dabei kam es auch zu einem charakteristischen, scharfen, persönlichen Konflikt zwischen Brockdorff-Rantzau und Erzberger, also Vertretern der neuen Republik. Hier trafen, so könnte man sagen, denkbar unterschiedliche Charaktere und Lebenswelten aufeinander. Der rote Graf und norddeutsche Einzelgänger auf den politischen Katholiken und Schwaben mit kleinbürgerlichen Ursprüngen. Außenminister Brockdorff-Rantzau drängte vor allem auf die Einigkeit der deutschen Seite, weil alles andere die eigene Position gegenüber den Siegermächten schwächen musste. Bei der ersten Zusammenkunft im Mai in Spa kritisierte er, dass die Reichsregierung die möglichen Zugeständnisse der Siegermächte viel zu optimistisch einschätzte. Und vor diesem Hintergrund setzte er dann umso mehr darauf, durch den Vorwurf der Unglaubwürdigkeit der Sieger, der gebrochenen Prinzipien, zumal der 14 Punkte Wilsons, internationalen Druck ausüben zu können und im Zweifel dann auch die Unterzeichnung des Versailler Friedensvertrages abzulehnen. Vor allem aber kritisierte er die in seinen Augen offenkundige Uneinigkeit innerhalb der deutschen Regierung, die ihn überall Verräter wittern ließ. Auch Matthias Erzberger äußerte sich skeptisch zu möglichen Konzessionen der Gegenseite, aber seine Begründung war in vieler Hinsicht eine viel realistischere Lagebeurteilung. Weil er sich von der Ehrposition, der Vorstellung, dass der Friedensvertrag die Ehre der deutschen Nation verletzen müsste, längst emanzipiert hatte. Und weil er zu Recht annahm, dass es die in so mühsamer Arbeit erreichte Einigung der Alliierten unmöglich machen werde, das Gesamtpaket der Vertragsbestimmungen noch einmal aufzuschnüren, um deutschen Einwänden zu begegnen. Gegenüber amerikanischen Diplomaten deutete Erzberger bei informellen Gesprächen an, dass im Zweifel wohl sogar eine Unterzeichnung des Vertrages zustande käme. Das widersprach nicht nur Brockdorff-Rantzaus Haltung diametral, sondern es musste in den Augen der Siegermächte in Paris den Eindruck vermitteln, dass in der deutschen Führung sehr verschiedene Akteure miteinander konkurrierten. Anfang Juni 1919, auf dem Höhepunkt der Krise um Annahme oder Ablehnung des Vertrages, skizzierte Erzberger in einer bemerkenswerten Denkschrift für Friedrich Ebert und das Reichskabinett die Folgen einer möglichen Nichtunterzeichnung. Dabei beschrieb er vor allem die Auflösung des Reiches, den Sturz der Regierung und ein allgemeines Chaos als Hauptgefahr. Am Ende werde die französische Politik triumphieren, deren Führung bereits getrennte Vereinbarungen mit süddeutschen Ländern vorbereite. Und so müsse man mit noch härteren Bedingungen rechnen in einem irgendwann militärisch erzwungenen Friedensschluss. Erzberger vertrat hier die Perspektive der südlichen Länder, der süddeutschen Länder und verband das mit einer zutiefst antipreußischen Grundstimmung. Zitat aus seinen Erinnerungen: In dieser Debatte zeigte sich alsbald, dass es die süddeutschen Regierungen waren, welche, wohl betonend, dass sie der Gewalt wichen, doch mit aller Entschiedenheit forderten, dass der Frieden unterzeichnet werden müsse. Die jetzt vorhandenen Regierungen würden zwar bei dem sicher zu erwartenden Einmarsch der Entente einen Separatfrieden nicht unterzeichnen, aber es sei sicher, dass bei dem Friedenswillen des ganzen Volkes, der Unmöglichkeit, sich dem Einmarsch zu widersetzen und den unabsehbaren Folgen des Einmarsches in wenigen Tagen, sich eine neue Regierung bilden würde, welche einfach gezwungen wäre, den Frieden zu unterzeichnen. Dann aber sei die Einheit des Reiches dahin. Angesichts der Entscheidung des Reichskabinetts zur Unterzeichnung des Vertrages trat Außenminister Brockdorff-Rantzau am 20. Juni 1919 von seinem Posten zurück. Nur einen Tag nach seiner Demission entwickelte er in einem Gespräch mit dem Chefredakteur des Berliner Tageblatts Theodor Wolff, selbst ein überzeugter Gegner der Unterzeichnung, eine eigene Version des Verratsnarrativs. Zitat: Ich war dicht am Ziel, aber dieser verbrecherische Erzberger hat alles ruiniert. Hier präsentierte Brockdorff-Rantzau als Außenminister der neuen Republik eine eigene Version eines diplomatischen Dolchstoßes, wonach der deutsche Kampf um einen Rechtsfrieden
an der innenpolitischen Situation und dem mangelnden Durchhaltewillen seiner Gegner, allen voran Erzberger, gescheitert sei. Diese Kontroverse, also die Präsenz verschiedener Verratsnarrative, die immer auch wieder antisemitisch grundiert wurden, und das zitierte Leitmotiv, dass man, ob im Herbst 1918 oder im Juni 1919 kurz vor einem erreichbaren Ziel gestanden habe, das sollte die Republik massiv belasten und den Angriffen auf vermeintliche Erfüllungspolitiker wie Erzberger und Rathenau immer wieder Vorschub leisten. Lassen Sie mich ganz kurz auf eine letzte Station eingehen, nämlich die Bilanz des Umbruchs und den politischen Kulturkampf ab 1919. Im Kabinett Bauer amtierte Matthias Erzberger von Juni 1919 bis März 1920 als Vizekanzler und Finanzminister und setzte, wir haben es gehört, eine eigene Steuerverwaltung des Reiches durch, obwohl die gestärkte Finanzhoheit des Reiches durch die Reparationsforderungen und die Inflationsproblematik zunächst konterkariert werden soll. Den hohen Preis für seine Politik zwischen dem Waffenstillstand von Compiègne und der Unterzeichnung des Friedensvertrags im Juni 1919 zahlte er, als die aggressiven Kampagnen von rechts gegen den angeblichen Erfüllungspolitiker die innenpolitische Atmosphäre vergifteten, wie zumal der Prozess um seine persönliche Verunglimpfung durch Karl Helfferich bewies. Dessen Schrift Fort mit Erzberger und der Vorwurf der persönlichen Bereicherung fanden in der deutschen Öffentlichkeit ein breites Echo, in dem sich die Distanz weiter Kreise zur neuen Republik ausdrückte. Erzberger wurde jetzt zu einer negativen Projektionsfläche. Die deutschnationale Opposition nach dem Schock der Niederlage und der Revolution zunächst paralysiert, sie sah im Abschluss des Friedensvertrags jetzt die Gelegenheit, um mit dem politischen Kurs der neuen Republik abzurechnen. Dabei wandte sie sich vor allem gegen Matthias Erzberger und das Zentrum und die MSPD. Alle diese Akteure seien für die unbewältigte Niederlage, den angeblichen Dolchstoß, die Erfüllungspolitik verantwortlich, die den Friedensvertrag erst ermöglicht habe. Als Albrecht von Graefe, als Sprecher der DNVP, den Regierungsparteien in einer aufsehenerregenden Debatte am 25. Juli 1919 vorwarf, das Reich seit 1917 systematisch in den Untergang getrieben zu haben, da reagierte Matthias Erzberger mit einer, wie ich meine, in vieler Hinsicht bemerkenswerten Rede. Diese Rede war in der Sache sachorientiert und sie war zugleich zutiefst emotional. Sie begriff die Politik als Kampfsituation. Es gibt einen berühmt gewordenen Kommentar von Harry Graf Kessler in seinem Tagebuch, wo er diese Situation, diese Rede von Matthias Erzberger kommentiert, wo er in klassischer Arroganz, von der das Tagebuch von Harry Graf Kessler häufig strotzt, beschreibt die untersetzten Bauernschultern, alles Zitat, den ganzen fetten, schwitzenden, unsympathischen, kleinstbürgerlichen Kerl. Und doch muss er anerkennen, was Erzberger in dieser Rede leistet. Und nochmal Zitat aus dem Tagebuch von Harry Graf Kessler. Allmählich wuchs aus dieser drolligen, schlecht sprechenden, ungeschickten Gestalt die furchtbarste Anklage empor. Die schlecht gemachten, schlecht gesprochenen Sätze brachten Tatsache auf Tatsache, schlossen sich zu Reihen und Bataillonen zusammen, fielen wie Kolbenschläge auf die Rechte, die ganz blass und in sich zusammengeduckt und immer kleiner und isolierter in ihrer Ecke saß. In dieser bemerkenswerten Rede sprach Matthias Erzberger das Grundproblem Deutschlands an, dass er in der unkontrollierten Machtfülle des Militärs die andere Seite der ausgebliebenen Parlamentarisierung erkannte. Militärführung und Regierung hätten sich bereits 1917 geweigert, die von der Reichstagsmehrheit geforderte Friedenspolitik umzusetzen, stattdessen mit hohem Risiko auf einen Siegfrieden gesetzt und am Ende in einem aberwitzigen Wabonspiel alles verloren. Zitat: Deutschland hatte ja 4 Jahre überhaupt keine politische Regierung, sondern eine Militärdiktatur. Das
ist das Unglück des deutschen Volkes, dass es die Militärs allein herrschen und die Politik der ruhigen Vernunft, der sachlichen Erwägung nicht zu Worte kommen ließ. Es herrschte geradezu ein System in Deutschland, das in dem Moment, wo die Politik sich einmal vorwagte, es immer die allmächtigen Militärs waren, die gegen diese schwache Politik auftraten. Das ist die tiefste Wurzel der gegenwärtigen Revolution. Das ist ihr tiefster Untergrund. Und daher hätten in letzter Konsequenz diejenigen den Krieg verloren, Zitat, welche den handgreiflichsten Möglichkeiten eines maßvollen und würdigen Friedens immer wieder einen unvernünftigen, trotzigen, verbrecherischen Eigensinn entgegenstellen. Diese Schuld, so stellte Erzberger unter dem stürmischen Beifall des Zentrums und der MSPD fest, Zitat, diese Schuld werden Sie niemals los, und wenn Sie 100-mal Ihre Hände durch ein Nein in Unschuld waschen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss kommen. Was ist das Exemplarische dieser politischen Biografie von Matthias Erzberger in dieser dramatischen Krisenphase der deutschen Geschichte? Ich möchte am Schluss versuchen, Matthias Erzberger als ein Symptom für eine veränderte Tektonik der Politik und eine veränderte zeitgenössische Sicht auf das eingangs mit Max Weber entwickelte Problem verantwortlicher Politik zu erläutern. Der Erste Weltkrieg spitzte, so könnte man formulieren, die Frage nach einer glaubwürdigen Verkörperung politischer Ordnungen unter besonderen Bedingungen zu, nämlich im doppelten Kontext von Kriegsnationalismen, die sich mit zunehmender Dauer des Krieges immer weniger kontrollieren und jeden Kompromiss als Verrat erscheinen ließen, und einer neuartigen Utopienkonkurrenz, die mit den Namen von Woodrow Wilson und Wladimir Iljitsch Lenin den Ideen von Weltdemokratie und Weltrevolution verbunden war. Vor allem unter dem Eindruck der konkurrierenden Kriegsnationalismen entstand ein neuartiger Zusammenhang zwischen nationaler Loyalität und politischer Legitimität. All das verband sich mit der Frage nach der öffentlichen Wirkung der Integrationsleistung von Politikern. Aber anders als die faktischen Führer in Deutschland waren bei allen Unterschieden Georges Clemenceau, David Lloyd George oder Woodrow Wilson gewählte Politiker, die einen relativ großen Rückhalt in ihren Bevölkerungen besaßen. Clemenceau in der französischen Öffentlichkeit nicht zufällig als Le Tigre tituliert und Lloyd George, sie galten als Verkörperung des Willens, alle Krisen auszuhalten und den Krieg bis zu einem siegreichen Ende fortzusetzen. Und für Wilson kam das Charisma eines Politikers hinzu, der von der Überzeugung einer neuen Weltordnung nach amerikanischen Prinzipien getragen war. Obwohl die starke Personalisierung der Politik die Gefahr barg, geregelte parlamentarische Verfahren in den Hintergrund zu drängen, muss man sagen, dass gegenüber den Monarchen in Wien und Berlin und gegenüber einer politisch unkontrollierten Militärführung um Ludendorff und Hindenburg und den nach Bethmann-Hollwegs Rücktritt schwach agierenden Reichskanzlern das politische Führungspersonal in Deutschland für diese Aufgabe in der Endphase des Krieges nicht gut aufgestellt war. Matthias Erzberger war in dieser Hinsicht eine Ausnahme. Mit ihm existierte eine prominente und kritische Stimme im Parlament. Und dennoch schwächte der Friedensvertrag von Brest-Litowsk das Lager derjenigen, die bereit waren, der Politik der obersten Heeresleitung selbstbewusst entgegenzusetzen. Bemerkenswert war nach 1917 gerade, wie lange und unhinterfragt viele Abgeordnete die militärische Führung unterstützten, zumal nach den Ergebnissen des Friedens von Brest-Litowsk und in der Erwartung eines Siegfriedens im Westen. Erzberger setzte demgegenüber andere Akzente, früher und selbstbewusster, im Zusammenhang von Parlamentarisierung, Friedensresolution und einem progressiven Frieden, im Zeichen des neuen Begriffs der Selbstbestimmung und in seiner konsequenten Kritik an der obersten Heeresleitung, an der Machtfülle von Hindenburg und Ludendorff. Das Vertrauen weiter Teile der deutschen Gesellschaft in Hindenburg als Sinnbild väterlicher Unerschütterlichkeit, als Gegenpol zum hochnervösen Monarchen, wie auch zu Ludendorff als Architekt des modernen Krieges,
Dieses Vertrauen setzte den Glauben an den bis zum Schluss möglichen Sieg voraus. In dem Augenblick, in dem dieser Glaube schwand, stand das Vertrauen in die tradierte Kriegspolitik und angesichts der politischen Sonderstellung des Militärs und der OHL auch das politische System selbst in Frage, zumal vom Monarchen keine Reserveautorität mehr ausging. Entscheidend war, dass Hindenburg diesen Status, diese Aura durch die Dolchstoßlegende über 1918-19 hinaus retten und militärische Aura in politisches Kapital konvertieren konnte. Max Webers Kritik an der vergleichsweise schwachen, weil lange von konkreter politischen Verantwortung ausgeschlossenen politischen Führungselite des Deutschen Reiches traf insofern einen wichtigen Punkt. Der bloß institutionelle Übergang zur parlamentarischen Monarchie sagte nichts darüber aus, ob das politische Regime den Belastungstest bestehen würde oder nicht. Vor diesem Hintergrund, wie ich meine, müssen wir Matthias Erzberger einordnen. Seine Bereitschaft, früh und konkrete Verantwortung zu übernehmen, seinen außerordentlichen Gestaltungswillen als eines doppelt marginalisierten sozialen Aufsteigers und Katholiken. Aber wir müssen auch verstehen, dass Matthias Erzberger gerade durch seine Erfolge zu einer negativen Rekurrenzfigur werden konnte. Wenn Max Weber 1919, ich hatte es eingangs skizziert, von der Leidenschaft, dem Verantwortungsgefühl und dem Augenmaß sprach, dann könnte man argumentieren, dass Erzberger auf den ersten Blick diesem Ideal eines modernen Politikers entsprach. Seine ethischen Grundsätze waren katholisch geprägt und christlich-sozial begründet. Und sie immunisierten ihn gegen die bei vielen protestantischen Bürgern vorherrschende Kopplung von konfessionellem Bekenntnis und Nation, die für viele Vertreter des deutschen protestantischen Bürgertums den November 1918 zur zweifachen Katastrophe machte, nämlich zur Katastrophe des Nationalstaats von 1871 und zur Katastrophe der eigenen Biografie. Die Tagebücher der deutschen protestantischen Bildungsbürger im November 1918 sind voll davon. Dass sich Erzberger gegen diese Kopplung von Konfession und Nation in gewisser Weise immunisierte, gab ihm die Freiheit, pragmatisch zu handeln und realpolitisch nach konkreten Handlungsoptionen zu suchen. Nicht als Wabonk-Spiel wie Proktor-Franzau, sondern in der Suche nach dem Möglichen und nach Kompromissen und damit mit Eigenschaften, die zum demokratischen Staat gehörten. Aber genau diese Haltung ließ ihn fast aporetisch in den Augen der Enttäuschten und Desillusionierten zur Verkörperung fehlender Überzeugung werden, zum Erfüllungspolitiker und zum Verräter. Mit anderen Worten, diese Form der negativen, personalisierten Politik, wie sie in den Beleidigungsprozessen der Weimarer Republik aufschien, schlug eine Brücke vom Krieg in den Nachkrieg, im Gewaltkontinuum, im Bürgerkriegsparadigma, im möglichen Terror gegen die Repräsentanten der Republik. Und damit bin ich bei meinem letzten Gedanken. Matthias Erzberger war wie viele Politiker des Kaiserreichs 1914 bereit gewesen, sich dem deutschen Kriegsnationalismus unterzuordnen. Als er 1917 nach neuen politisch-parlamentarischen Handlungsoptionen suchte, erfuhr er die Eigendynamik dieses Kriegsnationalismus, die sich im Grunde genommen schon 1917 nicht mehr eindämmen ließ. Diese Dynamik, gespeist aus hohen Opfern, Legitimationsdruck und einer erfolgreichen medialen Mobilisierung der Propaganda während des Krieges, reichte weit über den November 1918 hinaus und schlug sich in den vielfältigen Verratsnarrativen nieder. Im März 1919 analysierte Ernst Troeltsch den Mechanismus dieser Verratsnarrative, die den inneren Feinden unterstellte antinationale Haltung, die politische Instrumentalisierung gegen die neue Republik und die Funktion dieser Narrative, als sich der Verrat an der Nation aus Schwäche in Paris fortzusetzen schien. Und ich zitiere aus diesem Artikel von Ernst Troeltsch: Es muss moralisch gegen die Mehrheit gehetzt werden, gegen die Sozialdemokratie mit der Anklage der Vernichtung des Reiches, gegen die Demokratie
und gegen Erzberger zumal mit dem Vorwurf, jüdisch-mammonistisch, undeutsch und international zu sein und gegen beide immer mit dem Stichwort antinational. Der Sozialdemokratie und Erzberger wirft man vor, so Trölsch weiter, dass sie aus Internationalität und Schwäche nicht auf der Gerechtigkeit bestehen, die heute das Stichwort für nationale Ansprüche geworden ist. Vor allem wies Trölsch auf die Vervielfältigung des Dolchstoßnarrativs im Zeitalter der modernen Medien hin. Diese Kombination aus Entlastungsmotiv, moralischer Aufladung und technischer Verbreitung, wenn man so will, die Kontinuität der medialen Mobilisierung vom Massenkrieg zur Massendemokratie, all das erwies sich als Motor für den innergesellschaftlichen Konflikt. Noch einmal Zitat Trölsch: Der Bürgerkrieg von rechts, der weiße Terror ist nicht ausgeschlossen und, wie schon immer im Zeitalter der Presse und des Telegrafen, ist dabei die moralische Verhetzung das wichtigste Kriegsmittel. Zitat Ende. Das bedeutete nichts anderes als die Wirkung einer emotionalisierten Politik, einer Politik im Namen der Ehrverletzung, als Modus der Komplexitätsreduzierung in einer Phase der Unübersichtlichkeit und der erodierenden Sicherheit. Das war im Prinzip auch in anderen Nachkriegsgesellschaften in gewisser Weise in Europa und weltweit zu beobachten, aber kaum irgendwo mit so katastrophalen Folgen wie in Deutschland. Und so zahlten am Ende diejenigen einen hohen Preis, die von den radikalen Rechten als Erfüllungspolitiker stigmatisiert wurden. Deutschland den Siegern ausgeliefert zu haben, schien die Antwort auf die Frage zu liefern, wer die Schuld für Niederlage, Revolution und Friedensvertrag trage. Erzbergers politische Erfolge, sein realistisches Kalkül in der Dauerkrise seit 1917, seine Erfolge machten ihn in den Augen der Republikgegner umso verhasster. Genau darin bestand die Aporie. Seine Ermordung am 26. August 1921 im Schwarzwald durch Mitglieder der Organisation Konsul, die zuvor Teil der Freikorps im Osten gewesen waren, sollte die Republik tief erschüttern, so wie kaum ein Jahr später im Juli 1922 das Attentat auf Reichsaußenminister Walter Rathenau. Damit verlor die Republik zwei ihrer prägenden Persönlichkeiten. Aber selbst der frühe Tod von Friedrich Ebert im Sommer 1925 und der von Gustav Stresemann im Oktober 1929 waren ein fernes Echo aus den Belastungen dieser, wenn man so will, Übergangskrisen zwischen 1917 und 1920, die sich ab 1918 in einen inneren Kulturkampf der Weimarer Republik konvertierten. Vielen Dank.